Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sömerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate Online Tournaments. Wir machen eigentlich genauso wie letzte Folge weiter, versuchen gut zu performen. Ich höre nebenbei ein bisschen Musik, die ihr nicht mitbekommt. Und mal gucken, ob wir wieder ohne Loose bleiben können. Das ist die große Frage. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt zu der Uhrzeit gerade online sind. Es ist 13:30 ungefähr und ich mache lieber direkt die Musik an, bevor hier die Kämpfe losgehen. Okay, gerade noch auf der Audiospur. Guckt, man hört's nicht. Und Greninja-Runde 1. Hatten wir letzte Folge ja schon. Da ballert die Matchup-Erfahrung und ich musste ganz schnell noch was einrichten. Aber ich bin optimistisch, dass ich den Typen auch mit diesen 10%, die ich dadurch jetzt genommen habe, down krieg. Warum hat K-Rool nichts gemacht? Also, ich muss eigentlich nur das machen. Miss Space, schade. Okay, und das war ein bisschen dumm. Apropos ein bisschen dumm, stirb mal bitte. Danke. Ja, Shadow Sneak im Neutral. Christian, wenn du das hier guckst, es tut mir leid, ich kann's nicht ändern. Warten wir, bis er direkt reingeht. Warum abbiegst du? Gönnen wir ihm ein bisschen Damage. Grabben. Verkacken den Punish. Ich will dich nerven, also komm her. Ja gut, ein bisschen unnötig, aber er edgeguardet mich sowieso nicht. Ich kann versuchen, ihn mit der Crown zu töten. Hype! Meine Punishes sitzen! Was ein gutes Gameplay! Also. Hat sich jetzt der Kampf geklärt? Und ich denke auch, wir müssen nicht warten, weil der Kampf lang gedauert hat. Yep. Nebenbei mal wieder ein bisschen Gedöns bei SQT am Laufen. Ist einiges los im Moment. Aber Sephiroth nächste Runde. In dieser Runde. Sephiroth ist wirklich der häufigste DLC-Charakter, habe ich das Gefühl. Okay, der Typ wird recht easy. Ah, er jumpt natürlich instant. Es ist ein eher schlechter Spieler. Und bei denen ist das Regel. Wow. Edgeguarden wir ihn kurz. Sekunde, ich meine, lesen wir seine Rolle.
hitten diese Down Air, warten auf seine schlechte Option, werfen hier die Crown und warten, bis er sich selbst umbringt. Alles berechnet. What the fuck? Bist du lost? Warum trifft das? Ich will eine dumme Forward Air landen. Aber sein Counter ist zu blöde. So, wir grabben hier. Stirbt er? Ich hätte ihm zugetraut, dass er einfach nach Asien dieht. Nicer Kill confirm, ne? Ganz krasses Gameplay. So, ich outplay ihn einfach auf einem anderen Level. Ja gut, gerade eben ist einfach nur Bullshit, to be honest. Ja. Dann müssen wir wieder nicht warten und spielen gegen Pit. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Pit ist ein ziemlich hartnäckiges Matchup für K-Rool, weil Kombofutter und Reflektor. Andererseits hat er eine recht lineare, gut punishbare Recovery. Ah, ich hab gedacht, er geht erst auf Arrow. Ich war mir nicht sicher, ob ich in welche Richtung er rollen würde. Ach komm, ich hab ihn doch gelesen. Und ich, Idiot, hatte keinen Double Jump mehr. Egal. Wir grabben hier. Und er masht nicht. Das heißt... Wow. Und dann geht der F-Smash drüber. So, das trifft... Oh, what the fuck war das für ein DI? Der wollte sterben. Ah, ich hab die Rolle lesen wollen. Wenn er gut ist, ja. Okay, gut, muss man dafür auch nicht sein. Das ist ein Offstage K-Rule. Wie hat mein Grab nicht gehittet? So, bisschen Damage. Er landet gerne mit Aerials, was heißt, ich muss eigentlich nur für Aerials bereit sein, um zu gewinnen. Und da ist der K-Rool Down Air Bullshit, der halt möglich ist. Jui. War knapper, als es hätte sein müssen, aber am Ende hat's geklappt. Wir spielen als nächstes im Finale entweder gegen Pyramythra oder gegen Toon Link. Finde ich beide nicht angenehm, aber es wird Toon Link. Das wird ein sehr defensives Match, sehr sicher, wenn der Typ nicht sehr aggressiv spielt und es ist ein Toon Link, also es wird ein sehr defensives Match. Ab geht's, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Oh, als ob er einfach das Bot dodgen kann.
Naja, der Kampf läuft absolut scheiße. Ich hab gerade einen Move gemacht. Ah, er ist geairdodged. Und mein Tech ist nicht rausgekommen, aber Toon Link Bär ist nicht sonderlich strong. Oh, er ist sogar über die Ledge gegangen, wie ich gehofft habe. So, der F-Smash sitzt. Natürlich kann er mich da grabben und ich ihn nicht. Ich habe auch Grab gedrückt. Ja, und jetzt werde ich getoonlinkt. Nee, den Kampf verliere ich. Warum? Meine Dash Attack hat Super Armor. Warum? Kann ein Pfeil die blocken? Und natürlich kommt mein Up Smash nicht raus. Und schon wieder meine Dash Attack. Also. Ich hab den Scheiß-Button doch gedrückt. Ja, so endet die Winstreak natürlich mit einem Campy Toon Link. Wer hätt's gedacht? Ich hoffe, ich krieg ein Rematch gegen den. Weil gegen den will ich gern nochmal kämpfen und ihn dann zerstören. Der ist nicht gut. Aber vor allem am Ende, dass der Tech halt nicht gesessen hat, war richtig Spaß. Ah, super Folgenbeginn. Also, nächstes Turnier einfach mal hoffen, dass es besser wird. Und ich weiß nicht, ob ich hoffen soll, nochmal in den Typ zu rennen oder nicht. Weil einerseits kein Bock auf Toon Link, andererseits will ich den Typen zerstören und hab da Bock drauf. Und ich bin auch relativ optimistisch, weil ich habe einfach nicht schnell genug seinen Gameplan adapted und am Ende, keine Ahnung, ob das Pech, Lag, was auch immer. Eigentlich habe ich Tag gedrückt, aber hat nicht geklappt. Aber ich kann den auf jeden Fall besiegen. Also, wir müssen erst wieder ein neues Turnier finden. Lief aber auch wirklich gestern zu gut. Reverse habe ich verkackt. So. Den CPU-Punishen kriege ich noch ganz gut hin, aber ist auch nicht sonderlich schwer, sage ich mal. Wow, Alter, jetzt muss der sich mal gedulden, der ernsthaft, ich spiele Runde 1 gegen denselben wie letztes Mal in Runde 1. Wow, Zeit wieder gegen Shadow Sneak im Neutral zu spielen. Und der Toon Link ist nicht mehr drin. Ernsthaft, Alter, selber in Runde 1. Komm her, diesmal habe ich überhaupt keine Gnade mehr. Ha, guck mal, Funny. Ich habe eine Idee. Ah, er ist recovered leider. Wer hätte nur gedacht, dass er Shadow Sneak macht, ne Leute? Ne Leute? Habe ich nicht recht. Ja, schade, war keine Zero to Death, weil ich in die Blast Zone gegangen bin runter und ein Prozent genommen habe.
Ich muss Christian dieses Video schicken. Warum ist mein Schild nicht rausgekommen? Ich wollte das parryen. Haha, guck mal. Oh, ich habe mit Shadow Sneak gerechnet. Wisst ihr, was jetzt lustig wäre? Wenn ich ihn mit irgendeiner dummen Down-Tilt-Kombo töte. Ja gut, dazu haben die Prozente noch nicht gereicht. Und warum habe ich nicht erwartet, dass er... Was? Bist du blöde? Der Typ kontert. Ja. Wow, er Shadow sneakt in die andere Richtung. Warum? Ich kann dich rein logisch gesehen an der Stelle nicht treffen. Also hör auf zu kontern. Warten wir einen Moment ab. Ah, schade. Ich hab überlegt, ob ich das mache. Wow, er hat einen B-Reverse gemacht. Warum glaube ich nur, der war nicht beabsichtigt? Was machen wir? Du hättest taggen können. Ja, gegen den, ja, einfach nur Scheiße machen gegen den Punkt. Und wir müssen wieder nicht warten. Fox als nächstes. Überraschung. Gegen den spiele ich auch relativ häufig. Der Fastfall gefällt mir an sich. Mit dem Fastfall kann ich arbeiten vom Gegner und ihn gut kaputt machen. Wow, er hat's geschildet. Okay, der Typ wirkt nicht zu bad. Aber Side B im Neutral bei Fox ist immer so eine Sache. Wir warten jetzt an dieser Stelle auf die Side B. Mann, ich wollte lustige Dinge machen. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn ich jetzt hier eine Crown... Ja, okay, machen wir halt nichts Lustiges, sondern töten einfach. Ah, meine Fair trifft nicht. Ich will eine Forward Air landen, falls man es nicht merkt. Aber dann halt so. Okay, er konnte noch dodgen. Hitten wir mal eine Forward Air. Sekunde. Wir hitten eine Forward Air, ob er will oder nicht. Oder wir machen Jabs. Into Up-Tilt. Back-Throw. Knapp neben den Cannonball. Er macht jedes Mal Get-Up-Attack. Damit kann ich arbeiten, ja. Fox Kill confirms. Gobr. Was eine Überraschung. Er hat Side-B gedrückt. Ah, als ob die Back-Air nicht landet. Und als ob mein Konter nicht rauskommt. Machen wir den Kampf schnell fertig. Guck mal, Befru. Ernsthaft, er hat getradet. Verpiss dich. So. Ah, warum hat wir... Warum tradet seine Side... Oder clankt seine Side-B an der Stelle mit dem Cannonball? Das ergibt keinen Sinn.
Der Move hat nicht das Recht dazu. Ganondorf, das gefällt doch. Auf jeden Fall besser als Ken oder Inkling, wenn wir gewinnen. Also, und warum bin ich grün? Ich hasse diesen Bug. Ja gut. Moin Gendorf. Welcome to the real world, Diggy. So. 45% easy damage. Machen wir hier mal die Reverse Crown. Warten darauf, dass er sie abfangen will, weil so sind Leute. Lass dich disrespekten, du Kota auf! Ja gut, der Kampf war halt, ne? Ja gut. Aber gegen so Heavies ist Crown into Fair, into Grab, into Forward Throw, into Dash Attack. Doch, das passt. Das ist zwar, funktioniert glaube ich auch gegen Heavies, nicht wenn die Gegner die ein, aber wenn es funkt, ist es halt schon extrem effektiv. Ich guck dann mal, ob ich gerade genug Zeit habe dafür. Oh, der Kampf geht los, lol. Der Kampf geht los gegen Ken. Gegen Ken spiele ich sau selten. Ich weiß halt, der kann natürlich mit Projektilen strugglen, aber er trifft mich auf 30 und ich bin tot, weil Ken-Kombos sind einfach unfassbar balanced, sage ich jetzt mal so. Und ich denke, jeder weiß, was ich dann damit meine. Gut, mal gucken, wie es läuft. Ich beginne mal mit so einem Move den Kampf. Side B. Boah, der down-tiltet nur und macht dann den Bullshit. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Digga, das klappt halt für ihn alles, ne? Das nervt so sehr. Warum ist das eine Combo? Ich muss hier jetzt langsam mal was machen. Ich kann recovern, no problem. So, das ist gut aufholen. Genau das, was ich gerade brauche. Schlagen wir seinem Feuerball einen rein. Ja. Er macht eine tolle Option, ins Shield zu gehen. Als ob der Kenball nicht gehittet hat. Nur 7,9% Rückstand. Ja, natürlich kann er mein Schild 12,5 Stunden hitten, ohne gepunished zu werden. Digga, dieses Side-Bier. Aber wir liegen gut in Führung. Und haben definitiv eine Siegeschance. Ich habe nicht Down B gedrückt. Landen den Grab. Leider nur Sour Spot. Aber das war's. So, am Anfang musste ich mich erstmal einfinden, aber
Im Prinzip hat's gut funktioniert. Na dann, ab geht's. Turnier gewonnen. Also, ein Turnier noch für heute. Hoffen wir, dass es auch klappt. Musste halt erst ein bisschen adapten gegen den letzten. Aber man hat es, denke ich, gesehen, als ich ihn dann ein bisschen durchschaut habe. Hat er nicht mehr viel machen können. Also, letztes Turnier für heute. Hoffen wir, dass wir es gewinnen. Und ich ändere mal meine Musik, auch wenn er sie ja eh nicht hört. Auch wenn ich irgendwie glaube, die vorher hat ein bisschen besser gepasst. Egal. Na dann. Müssen wir offensichtlich erst einen Moment warten. Wäre auch ganz cool, wenn ich heute noch irgendwen mit dem Reverse Cannonball da treffe. Damit kann man auf jeden Fall was machen. Ich weiß nicht, ob ich in der Aufnahme den schon mal getroffen... Oh, sehr kleines Turnier mit mehreren Robs. Und mein erster Gegner ist Sidebigobr der Ness. Danke! Da freue ich mich! Digga, nicht nur Ness, sondern der Name sagt halt schon alles. Sidebigobr! PK Fire... Wisst ihr, was wir machen? Wow! Wir beide wollten mit dem Instant-Projektil rechnen. Wow, und das war einfach Genius von mir. Digga, Ness ist so fucking klein, dieser Scheißkerl. So, machen wir das. So. Ah, Luck. So, reflektier doch, du Haufen. Was sind das für für F-Smash-Tries? Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er sich von der zweiten treffen lässt. Es ist Ness, der wird nie im Leben... Okay, Neutral Air Go nicht so brr. Das war nicht gut von mir, aber er punisht mich. Haha, guck mal, der will mich grabben. Was eine Überraschung. Ich bin auf 100 und Ness will mich grabben? Wieso denn das? Und wisst ihr, was auch eine Überraschung ist? Oh. Sekunde, jetzt ist Ness tot. Ja. Der war nicht so schlecht, wie der Name vielleicht vermuten lässt. Aber auch wieder bisschen Adaptation. Und vor allem waren bei ihm viel zu viele random F-Smashs dabei. Ich meine, ja, die reflektieren Profile, aber... nebenbei sehe ich wunderschöne... What the fuck, wie eskaliert der Dialog bei SQT gerade. Also das Thema hat sich ganz schnell verabschiedet. Da muss ich mich gleich mal einmischen, während wir warten, ob wir Steve... warte, ich bin auf der anderen Seite. Morten oder Pyra bekommen. Und ich wäre lieber gegen Morten, allein schon, weil ich bei dem weiß, wie er spielt in der Regel. Weil ich bin ja selber Morten Secondary. Aber ja. Und dann bin ich mal gespannt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf der anderen Seite beide Robs gewinnen werden. Ach, sie sind fertig. Und guck mal, beide Robs haben gewonnen.
und sagte ich, Morten ist mir lieber? Genau, deswegen spielen wir gegen Pyra. Und wenn ich gewinne, eben gegen Rob. Egal, was auf der anderen Seite passiert. Ich meine, ich finde das Rob-Matchup nicht so schlimm wie viele andere immer, aber... Jetzt aber erstmal gucken. Pyra Mythra. Hier, warum ist dieser F-Smash safe? Ändert aber nichts dran, dass es nicht gut ist, wenn er ihn viel benutzt, wonach es sehr aussieht. Oh, als ob meine Moves nicht hitten. Okay, ich muss mich jetzt mal anstrengen. Ja, genau das meine ich. Ich verliere die Runde. Ich hasse Pyra Mythra aber auch als Gegner. Hier, was mache ich denn dagegen? Diese Frame Data ist einfach Bullshit. Ich kann halt nichts tun. Okay, das war der Stock. Aber ich lieg noch ein gutes Stück hinten. Okay. Ich lieg vorne. K-Rule go, brr. Natürlich konnte ich's nicht kontern. So, Backthrow. F-Tilt. Roll Read. Und Air Dodge. Zack. Ein bisschen getryhardet am Ende, aber es hat geklappt. Es war recht anstrengend am Ende. Ich musste da doch einen großen Rückstand aufholen. Hab's aber hinbekommen. Und muss gegen Rob spielen. Gegen welchen von beiden? Es ist halt eigentlich scheißegal, gegen welchen, weil ich kenne beide nicht und es ist Rob. Rob ist halt immer so eine Sache, muss ich sagen. Viele hassen das Matchup und ja, Rob ist auch ein ziemlich ekelhafter Charakter, aber er ist ein relatives Combo-Opfer. Ich meine, seine Nair kann ihm durchaus helfen im Disadvantage, aber... Insgesamt ist er doch ein relativ großer und recht heavy Character, was immer gut für Kombos ist. Seine Recovery kommt halt sehr drauf an, wie derjenige spielt, weil Recoveries ohne Hitbox und relativ langsam sind allgemein ja schon ziemlich bestrafbar. Nur hat Rob halt gefühlt 98 Mix-Ups, weil der alles damit machen kann. Weil die so frei zugänglich ist. Deswegen kommt es sehr auf den Playstyle an. Und natürlich, wenn er viel Side-B macht, sind meine Projektile ein bisschen im Eimer. Mal gucken, ob wir das letzte Turnier für heute gewinnen. Gegen den gelben Rob. Hat bereits ein DDD in der ersten Runde bekämpft. Aber mal gucken. Wenn wir Glück haben, gerade in 8-Spieler-Turnieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch im Finale der Gegner nicht so gut ist, auf jeden Fall höher als sonst. Aber natürlich kann er auch ein kompletter Tryharder sein. Hoffen wir es einfach nicht. Tryhard Rob ist eklig. Oh, natürlich konnte ich ihn nicht punishen. Bisher kann ich ihn recht schwer einschätzen, muss ich sagen. Sehr gyro-freudig. Oh, da willst du nicht so landen.
Also ich meine, wollen tust du es anscheinend schon, aber bringt dir nichts. Sterben tue ich auf den Prozenten noch nicht. Ich muss auf jeden Fall noch Damage machen. Ah, scheiß Back Air. Und der nervt. Gerade Drop Down, er kann natürlich gefährlich werden. Oh, und ich wollte parryen. Warum ist der Move so safe? Und warum kommt kein Input meinerseits raus? Down Smash! Mm! Ich habe schon so lange kein Down Smash mehr absichtlich gemacht mit Casual. Aber in dem Moment dachte ich mir jetzt einfach mal, vielleicht bringt's was. Und es hat was gebracht und den Kampf gewonnen. Jawohl! Ein Match haben wir in dieser Folge verloren, aber den Rest gewonnen. Lief doch letztendlich wieder ganz gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.